hier Leben Wrestling. Wie sieht die Zukunft für Roman Reigns aus? In einem Interview bei der Pat McAfee Show äußerte Roman Reigns den Willen, noch länger für die WWE in den Ring zu steigen. Er habe noch viel in seiner Karriere vor und wolle noch viele weitere Möglichkeiten für sich und seinen Charakter entdecken. Im Vorfeld seines Matches gegen Cody Rhodes bei WrestleMania waren Gerüchte aufgekommen, Roman Reigns könne bei einem möglichen Titelverlust die WWE verlassen. Was macht CM Punk bei WrestleMania? Über Instagram deutete CM Punk kürzlich an, dass er an einigen großen Überraschungen für WrestleMania 40 arbeitet. Dazu teilte er ein Bild seiner Ringkleidung. Außerdem offenbarte er etwas, Zitat, sehr cooles mit Randy Orton gefilmt zu haben. Es gibt Gerüchte, die besagen, es handle sich um ein großes Videopaket. Andere vermuten sogar ein mögliches Cinematic Match. Welche Rolle CM Punk letztlich bei der Show of Shows einnehmen wird, bleibt abzuwarten. Pete Dunne als Producer? Wie Fightful Select berichtet, war Pete Dunne bei den vergangenen Tapings zu WWE Speed als Producer für die Matches tätig. Genauer soll er für die Kämpfe Cedric Alexander gegen Odyssey Jones und Tyler Bate gegen Angel Garza hauptverantwortlich gewesen sein. In den nächsten Wochen soll Dunne öfter als Produzent für WWE Speed eingesetzt werden und die Wrestler bei den kurzen Zeitlimit-Matches coachen. The Rock wehrt sich gegen Vorwürfe. Vor kurzem berichteten wir über die Frustration einiger Superstars über die Vorzüge, die The Rock in der WWE angeblich erhalte. Diese Berichte bezeichnete The Rock jetzt als, Zitat, Pferdescheiße. Eine genauere Erklärung zu der aktuellen Stimmung backstage gab Rock nicht ab.